Endlich. Oh, das ist jetzt ungünstig. Wir haben unsere Verteidigung gestürmt. Ich schick mal Saphiron dahinter. Der sollte das eigentlich regeln können. Ja. Die Käfer nehme ich auch mal mit, weil solange die nicht sterben, bringen sie mir auch nichts. Die beiden Käfer wollte ich doch. Oh, da sollte ich ein bisschen aufpassen. Da hinten ist noch eine kleine Flotte von denen. So, dann benutzen wir hier mal die Rolle des Schutzes. Die Toten sollen die Machen. Einmal den Totenbeschwörer hier auch mal ein bisschen. Durch dieses Lager hier müssen wir übrigens durch. Die beiden Blutelfenlager kann ich getrost auslassen, aber dieses hier muss sein. Weil die blockieren den Eingang zum Azjolnia Rub. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich habe mal wieder keine Belagerungswaffen dabei. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sprecht, Dummkopf. Unsere Goldmine ist fast erschöpft. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Frieren wir lieber mal den Dinger ein, bevor er da noch großartig Schaden macht. Ich warte jetzt eigentlich darauf, dass der wieder ein Level abkriegt. Wie viele PV in dem 5? Das ist ein Arbeiter. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Schauen wir mal, ob ich die noch aufhalten kann. So, ich skill jetzt gleich mal die Aaskäfer auf Stufe 3. Die Stufe 2 Aaskäfer können sich übrigens schon eingraben. Und die hier... Was konnten die nochmal... Ach... Ja, sie machen einfach nochmal mehr Schaden. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Mehr Ziggurats. Vorsicht. Die Toten sollen dienen. Ja,
errichtet mehr Ziggurats. Was ist das diesmal? So, da unten könnte ich auch noch hinsegeln. Da komme ich allerdings nur in ein Blutelfenlager. Da gibt's nichts zu holen eigentlich. Unsere Goldmine ist eingestürzt. Die Sache mit der Goldmine erlaube ich mir mal zu ignorieren. Dummkopf. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Was ist es diesmal? Das ist so ein kleiner Trick mit Arthas und Anubarak. Die Käfer, die er beschwört hat, haben nämlich 410 Hitpoints. Das ist optimal, um sie für Arthas zu opfern. So, gibt's wieder ein bisschen Mana. So, das mache ich jetzt besser nur mit den beiden hier. Der Rest würde hier nur ein bisschen zu viel Platz wegnehmen. Und Saphiron nehme ich, glaube ich, mal mit. Der fliegt eh. Was ist das diesmal? Sprecht, Dummkopf. Jetzt Frostmourne. Ich mag diesen Todesmantel. Was ist das diesmal? Ah, endlich. Seismische Beben. Was quält dieses Land? Frostmourne hat Hunger. Das ist auch etwas hier, was eigentlich viele nicht kennen. Endlich. Ah, endlich. Noch ein kleines Geheimnis hier. Endlich. Das ist der Pinguinkönig. Vorsicht. Und der gibt uns einen Ring des Schutzes plus 4, den ich natürlich mitnehme. So, jetzt wollte ich nochmal schauen, ob da hinten irgendwas ist, weil das sieht ja auch noch sehr verdächtig aus. Ich hab's jetzt nicht mehr so hundertprozentig im Kopf. Und da gibt's eine Mana-Rolle. Vorsicht. Nehmen wir doch. Ah, endlich. Sprecht, Dummkopf. Endlich. Das ist schon besser. Endlich. Frostmourne. Ein Brunnen der Gesundheit. Der kommt gut. Werf mal trotzdem noch mal ein paar Todesmäntel raus. Endlich. Was haben wir hier in Neruden Ziggurats? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wie es aussieht, ist, kommen da die Viecher ununterbrochen raus. Was ist das diesmal? Sprecht, Dummkopf. Frostmourne hat Hunger. Moment, was haben wir hier noch? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Hab ich mir fast gedacht, dass da noch ein paar Aaskäfer rumgammeln. Nehmen wir natürlich mit. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Ungläubige haben unsere Streitkräfte werden angegriffen. Weil die Aaskäfer sind unter anderem ultimative Opferviecher.
Bei denen macht es mir auch nichts aus, wenn die mal tot gehen. Kosten immerhin nur 30 Mana. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und ja, mir ist es jetzt auch egal, ob mein Lager hier noch zusammen zerfetzt wird oder nicht. Ich brauche es nicht mehr. Wir sind hier eh fast durch. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Geht ja schön voran. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich suche jetzt nur gerade nach dem letzten Aaskäfer, falls der überhaupt irgendwo ist. Eigentlich können sie ja bis zu 5 sein, aber ich sehe hier nur 4. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, es geht zwar fast alles drauf jetzt, aber ich würde sagen, das Ganze haben wir ziemlich gewonnen. Das sind, glaube ich, nämlich die letzten Gegner hier. Ah, Saphiron hat keinen Mana mehr. Müssen wir den Todesmantel mal nochmal zum Schaden machen. Niemand erteilt mir Befehle. Seid ihr sicher, dass uns diese Tunnel zum Gletscher führen? Nichts ist sicher, Todeshüter. Die Ruinen sind gefährlich. Doch das Risiko dürfte sich auszahlen. Nun gut, auf geht's. So, und weil ich sowieso gesagt habe, dass ich sowieso nur ein Level mache, höre ich jetzt auch gleich wieder auf. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Vielen Dank, dass ihr immer noch zuschaut und bis zum nächsten Mal.